Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Ja, wie ihr in den letzten zwei Videos vielleicht bemerkt habt, wieso spreche ich so merkwürdig gerade? Keine Ahnung, naja, egal, wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich ein Intro für euch gemacht und ihr hört wahrscheinlich gerade Mausklicks, weil ich gerade gucke, ob ich überhaupt aufnehme, weil irgendwie ist mir nicht so richtig bewusst, ob ich die Taste gedrückt habe. Also. Aber ich tue aufnehmen, gut, ja. Weil ich die Anzahl nicht so. Ja. Habe ich ein Intro eingebastelt. Ich habe auch so ein Callout gebastelt. Und jetzt müsste auch oben rechts ein Wasserzeichen sein. Ach stimmt, ja. Mit Maus, mit Tastatur ist nicht so gut zu lenken. So, jetzt sprechen wir endlich mal mit König Argos und sprengen ihn nicht. Habe ich das schon erwähnt, dass Valenia mir einen Kanalhintergrund gebastelt hat? Nein? Gut, danke! Hab Dank, meine tapferen Krieger. Ihr habt den Frieden im Königreich wiederhergestellt. Nehmt dies. Wie sagen die das immer so? So nehmt dies. Nimm das. Das Rad der Zeit, ein Erbstück der Familie von Argos. Es ist eine Maschine, welche einst von dem mächtigen Volk der Alten angefertigt wurde. Bringt es nach Kanan. Kanan. Zu Z. Entschuldigung. Ich muss ein bisschen aufstoßen, weil ich gerade was gegessen habe. Das braucht Z wohl. Um ein neues Luftschiff zu. Das braucht Z wohl, um ein neues Luftschiff zu bauen. Dann können wir zur Oberfläche. Oberflächenwelt. Da ihr Z bereits zu kennen scheint, wisst ihr, was zu tun ist. Nun geht, Krieger des Lichts. König Argos überreicht wieder das Rad der Zeit. Wofür ich mich noch entschuldigen möchte, im letzten Video war ich ein bisschen lauter, was daran lag, dass ich ein bisschen die Lautstärke vom Mikro aus Versehen zu laut gestellt habe. Auf nach Kanaan. Tapfere Krieger, bringt das Rad der Zeit zu Sid. Dieser Kontinent schwebt. Wir leben alle auf dem schwebenden Kontinent. Der Rad der Zeit wurde vor langer Zeit auch ewiger Motor genannt. Vielen Dank, dass ihr König Argos gerettet habt, Krieger des Lichts. Der Leuchter ganz rechts in der Winkel ein Schalter ist ein... Der Leuchter ganz rechts ist in Wirklichkeit ein Schalter, der einen geheimen Gang öffnet. Diebe können verschlossene Türen ohne ein Schlüssel öffnen. Ohne können Türen ohne ein Schloss öffnen. So geht die Tür auf. Cheap. Ich frage mich, was sich hinter dem Ende der Welt befindet. Von hier kann man nämlich zu nur Wolken sehen. Ihr habt Heinz Barrierenwechsel durchschaut. Ihr habt gezeigt, dass man auch Köpfchen braucht, um zu siegen. Obwohl wir unter Heinz Kontrolle standen, sind unsere Taten an Tokul beteiligt. Wir müssen uns nun wieder gut machen. Ein junger Mann kam vor ein paar Tagen hier vorbei und redete etwas von Pflicht und Schicksal, was wohl aus ihm geworden ist. Heim benutzt seine magischen Fähigkeiten, um das Vertrauen des Königs zu gewinnen. Wer hätte gedacht, dass er ein Monster war? Naja, jeder denkt, ne, Mensch. Der König und Sid sind gute Freunde. Ich glaube, sie haben früher zusammen Luftschiffforschung betrieben. Ah ja, das ist gut. Dann lasst mal den wirklichen... Nein. Na, wo haben wir den Kronleuchter? Oder haben wir ihn schon betätigt? Ich glaube ja, oder? Oder funktioniert es erst dann? Die haben wir schon. Schade. Haben wir schon geplündert. Ihr habt Schloss Argos gerettet, Krieger des Lichts. Danke. Macht euch keine Sorgen um Argos, Krieger des Lichts. Wir werden das Königreich wiederherstellen. Wo Hoffnung ist, ist auch ein Weg.
Gut, dann müssen wir wieder zurück nach Kanaan zu Sid. Und ich tue mal die Maus wieder weg. Wo ist das Schiff? Da ist das Schiff. Ab zu Sid. Bei dieser kurzen Strecke werden wir von einem schwachen Gegner angegriffen. Naja, egal. Hab gerade schnell was gegessen. Ich hab nämlich neben mir noch Essen stehen. Nur ich wollte unbedingt aufnehmen und es ist schon so spät. Oh, wieso ist die Musik mal so cool? Werwolf. 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 Ich glaube, so eine Musik kann ich mir jeden Tag anhören. Die ganze Zeit über. Die ist auf jeden Fall besser als die Pokémon-Musik. Und ungefähr so gut wie die Professor Layton-Musik. Ich finde die Professor Layton-Musik so geil. Aber die nervt mich wieder schon. Na egal. So, also zu Khan. Sid meine ich. Und im Gegensatz... Nein, ich höre auf, irgendwelche Leute zu dissen. Vor allem Leute zu dissen, die mich abonniert haben. Sid. Das Rad der Zeit. Ihr habt also mit König Argus gesprochen. Dann geht jetzt an die Arbeit. Ich werde die Enterprise mal ein bisschen aufpotzen. Ich habe mal ein bisschen gegengeschlagen. Ah, ich habe gegen mein Headset geschlagen. Fertig. Drücke den A-Knopf, um die Enterprise in einen Luftschiff zu verwandeln. Denkt aber daran, dass man nur im Meer landen kann. Es war schließlich ursprünglich ein Seeschiff und kein Luftschiff. Jetzt könnt ihr den schwebenden Kontinent verlassen und in eure eigene Welt zurückkehren. Unsere eigene Welt? Was meinst du damit? Tja, es wird wohl Zeit, dass ich euch die Wahrheit sage. Wir und ich sind, wir sind aus dieser Welt, nicht vom schwebenden Kontinent, meine ich. Vor 10 Jahren schipperte ich mit meinen ganzen Landung Passagiere in meinen Luftschiff dahin. Es war ein Tag wie jeder andere, bis das Schiff plötzlich in undurchdringliche Dunkelheit gefüllt war. Und genau, und bei mir ist auch ein Punker mit dabei gewesen. Und dann bestand mein Luftschiff nur noch aus Trümmern. Wir waren abgestürzt. Alles brannte, wo ich auch hinschaute. Ja, mach doch weiter. Außer mir habt nur ihr den Absturz überlebt. Aber daran erinnert ihr euch bestimmt nicht. Ihr wart ja damals noch kleine niedliche Babys. Ich weiß nicht, was mit unserer Welt passiert ist, nachdem die Dunkelheit kam. Ihr müsst gehen und es herausfinden. Ihr seid die Krieger des Lichts. Ihr werdet das schon hinkriegen. Komm, wir sprechen nochmal mit Sid. Vielleicht hat er noch was zu erzählen. Ich weiß nicht, was mit unserer Welt passiert ist. Ist, nachdem die Dunkelheit kam. Ich würde es gerne wissen, aber ich kann Frau Sid doch nicht allein lassen. Ich muss raus. Frau Sid. Seid vorsichtig, hört ihr? Ja. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, das Intro kommt nur bei Hauptprojekten.
Jupp. Werdet ihr einfach dann merken, was ein Hauptprojekt ist, weil da ist dann immer ein Intro vor. Und es leckt gerade voll und ich habe keine Ahnung warum. Ich habe nur Aufnahme und das Spiel gestartet und diesmal kann es nicht daran liegen, dass ich zu viel drücke, weil beim Text habe ich nichts gedrückt und trotzdem hat es geleckt. Naja, egal. Jetzt können wir mit unserem Schiffchen fliegen. Ah. Und wir können fliegen. Ist das nicht episch? Moment, finde ich das richtig geil. Und das finde ich nicht so doll, dass es gerade leckt. Und das ist auch cool. Man kann nicht gegen den Turm fliegen. Oder durch den Turm durchfliegen. Naja, hinter ihm schon, aber... Ich kann nicht so jetzt über ihn fliegen, wenn das nächste Bild kommt, wird da. Ja, es leckt irgendwie gerade total stark, was die Atmosphäre zerstört. Was ist das für eine Wolke? Sie scheint meine Stärke aufzusaugen. Haltet euch fest, wir müssen die Oberflächenwelt erreichen, denn dort liegt das Rätsels Lösung. Hoffentlich sind sie gut angekommen. Kieger, das Licht, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Wir haben es geschafft. Ist das die Oberfläche? Sie ist so weitläufig. Ja, nun sind wir in einer anderen Dimension. Oben sehen wir die Karte. Wie ihr sehen könnt, sind wir unten links so ein kleiner Punkt. Und dann könnt ihr euch wohl vorstellen, wie groß die anderen Gebiete sind. Aber das werde ich erst alles beim nächsten Mal erkunden. Aus zwei Gründen. Erstens, das leckt, und zweitens, unsere Zeit ist in 3 Minuten eh vorbei. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt und es gefällt euch mit dem Intro, mit dem Wasserzeichen und auch mit dem Callout am Anfang. Ich bin Drachenboot 4, das war Final Fantasy 3. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.